Ja, hallo Leute und damit willkommen zurück auf Creative Simon. Heute gibt es mal Ventilatoren, also bleibt dran. Gewünscht hat sich das der liebe Jones und wenn du auch einen Wunsch hast, dann schreib ihn doch gerne in die Kommentare und dann werde ich mich in den nächsten Wochen drum kümmern. Und wenn du in den nächsten Wochen nichts mehr verpassen möchtest, empfehle ich dir jetzt den Kanal zu abonnieren und dazu auch noch die Glocke zu aktivieren, um wirklich sicher zu gehen, dass du kein weiteres Video mehr verpasst. Falls du jetzt nicht weißt, wie man Datapacks installiert, kannst du jetzt einmal oben rechts auf die Infocard klicken und ansonsten geht's jetzt los in Minecraft. Dort müssen wir einmal /reload eingeben und haben dann hier schon stehen Ventilatoren bei Creative Simon und im Chat ist wie immer etwas Eigenwerbung sowie ein Erklärungsvideo. Danach benötigen wir einen Dispenser, den können wir platzieren, wie wir wollen und dementsprechend wird dann auch unser Ventilator pusten. So, ich würde mal sagen, wir machen den hier mal so ans Wasser. So, 4 Blöcke pustet er, das heißt, wir landen hier gleich im Wasser. Wichtig ist jetzt die Reihenfolge, wie er es reinpackt. Der Redstone-Block, gefolgt vom Eisenblock und den 4 Federn, so und nicht so und nicht in irgendeiner anderen Reihe, in der ersten Reihe, so angeordnet im Dispenser. Dann ein Item-Frame noch davor. Und wenn wir uns jetzt draufstellen mit Shift für gute 3 Sekunden, dann sollten wir gleich ein Plop hören. Und haben dann hier vorne einen kleinen Ventilator drin. Und wenn wir hier jetzt reinlaufen, pustet er uns ins Wasser. Wir können natürlich auch versuchen, gegen anzulaufen. Das ist Minecraft-bedingt leider so ein bisschen ruckelig und buggy. Aber wir können es auch schaffen, wenn wir auch sprinten und ein bisschen springen. Na, Vorführeffekt, da haben wir es geschafft. Wenn wir das Ganze abbauen, dann zerploppt der Itemframe danach natürlich auch. Irgendwann. Es dauert immer ein bisschen. Und dann ist der Ventilator auch weg und ihr werdet hier nicht mehr weggepustet. Ja, wie immer gibt es das Datapack in der Videobeschreibung zum Download. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen kreativen Daumen nach oben da. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, auf ein Abo und die Glocke nicht vergessen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.